dem Reich der Karnivoren im Haus. So, jetzt haben wir unsere fünf Schätzchen hier. 1, 2, 3, 4, 5, die wir jetzt in der Selbstbewässerung haben. Das ist schon mal eine einmalige Sache. Diese steht in der Karnivorenerde und diese 1, 2, 3, 4 Kandidaten stehen in Vulcatec und drei davon haben wir mit Lavagranulat abgedeckt, damals noch ein bisschen. So, alles sieht gut aus. Alles okay, ne? Das sieht ja mega cool aus sogar. Diese vier hier, die stehen oben bei uns am Küchenfenster, also keine Zusatzbeleuchtung. Und bei der Dunkelheit, die wir jetzt draußen haben, wachsen sie natürlich dementsprechend nicht so mit der schönen Farbe, wie wir wollen, aber sie wachsen. So, das Schätzchen hier, das ist die Alba Drosera Capensis Alba, die wir vor kurzem herausgenommen haben und hier eingepflanzt haben. Die steht hier im Raum bei mir unter Zusatzbeleuchtung, weil ich sie einfach beobachten möchte öfters und von daher ist das hier besser gegeben. Auch möchte ich wissen, ob die Pflanze wirklich so bleibt oder nicht. Wir schauen uns gleich das Ganze noch etwas näher an. Es ist also schon sehr interessant, wie das Ganze jetzt so langsam, ja, ich sag's mal so, auch von Erfolg gekrönt ist. So, ach guck mal hier, da hängt eine Fliege. Dummerweise hängst du unter dem Blatt. Das ist aber nicht so gut. So, na, nicht gut ist gut, ne? Weiß Bescheid. So, kurz zum Vergleich. Das ist die Mutterpflanze hier. Das ist die Drosera Capensis All Red. Dann haben wir diese hier herausgenommen aus dem Topf hier und hier in die Selbstbewässerung eingepflanzt. Und sie hat nicht so ein schönes Rot, aber sie ist mega gewachsen. Sie ist fast schon genauso groß und buschig wie die Mutterpflanze. Also es funktioniert tatsächlich hier in der Vulcatec-Erde. Inwieweit müssen wir weiter beobachten. Ich werde jetzt erstmal die gegebenen Daten messen. Mikrosiemenswert, pH-Wert. Und dann schauen wir uns gleich mal etwas näher an. Ich bin jetzt soweit durch. Hallo und herzlich willkommen im fleischfressenden Pflanzenreich. Ja, das ist ein spannendes Thema hier mit der Selbstbewässerung insgesamt. In der Karnivorenerde natürlich eine geniale Sache und mit dem mineralischen Substrat müssen wir gucken. Es funktioniert, es läuft, aber es hat sich eines auf jeden Fall gezeigt. Bei den drei Varianten, wo Lavagranulat da ist, das funktioniert nicht so gut, läuft doch, sie sind da, wachsen aber zum Vergleich zu dem rein mineralischen Substrat hier von Vulcatec, dieser Kakteen, diesem Kakteensubstrat, gibt es da doch einen riesengroßen Unterschied. So, ganz kurz, anfangs hatten wir, ich mache es kurz, 7,7 pH-Wert, da wo Lavagranulat mit draufgegeben war und 6,9 pH, wo wir nur diese Vulcatec-Erde verwendet haben. Also hier ist auch Vulcatec-Erde drin bei den drei Varianten. Das ist nur eine Abdeckung aus Lavagranulat, eine ganz dünne Schicht, dass wir das nicht vergessen. So, Mikrosiemenswert war 74 bei den drei Kandidaten und hier im Vulcatec tatsächlich 50. Auch da ein Riesenunterschied in dem Sinne, obwohl es minimal ist, nicht wahr? Aber doch ein recht großer Unterschied in dem Sinne. Okay, so, dann hatten wir es mal gespült. Wasser weg, neues Wasser. Und dann waren wir letztes Mal beim neutralen Bereich. Wir hatten pH-Wert 6,9 bei den drei Varianten und bei der Vulcatec-Erde hatten wir 6,7. War okay, Mikrosiemenswerte waren minimal verändert, das ist fast gar nicht der Rede wert, aber hatten Savant etwas gesenkt, aber bedingt durch das Spülen dementsprechend auch nicht. So, das habe ich heute gemessen, wir sind hier wieder bei pH 7,5 bei den drei Varianten und hier sind wir bei pH 6,9. Also klappt es mit der Vulcatec-Erde auf jeden Fall wesentlich besser. Ne? Dann lassen wir die drei Dinger jetzt erstmal komplett außer Acht. Also Vulcatec pH-Wert leicht unter 7, Mikrosiemenswert bei 50. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, düngen? Ja, nein, wann, wie und hast du nicht gesehen? So, jetzt habe ich dann natürlich auch die Variante in der Karnivorenerde gemessen. Hier kommen wir auf einen Wert von 147 Mikrosiemens. Also knapp 150 Mikrosiemens haben wir hier im Wasser gemessen, wenn der Behälter komplett gefüllt ist, also ne, dass der Wasserstandsanzeiger oben ist. Und pH-Wert liegt bei 5,3. Das ist natürlich optimal. Ne? Ausreichend Nährstoffe, niedriger pH-Wert, alles optimal. 150 ist ein guter Wert, ne? Relativ hoch auch. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit, wie gesagt, die anderen drei, die lassen wir jetzt komplett außer Acht hier. Ich schmeiße nicht weg. Ne? Ich muss auch überlegen, was ich damit mache. Ich denke mal, ich werde es voraussichtlich irgendwann nochmal rausnehmen und neu einpflanzen ins mineralische Substrat, damit wir das gemeinsam weiter beobachten können. Aber es ist immer so gegeben, durch das Lavagranulat steigt der pH-Wert doch etwas zu hoch an. Ne? Ist das nicht so optimal? Man kann es auch zum Vergleich sehen zwischen dieser Pflanze und einer Pflanze in dem Lava, mit dem Lavagranulat, dass diese hier wesentlich besser wächst. So, das sind jetzt unsere beiden Varianten, die wir jetzt zum Test noch übrig haben. Den Rest müssen wir neu starten. So, jetzt aber so gegeben, sie steht unter Zusatzbeleuchtung hier, die Alba, die Capensis Alba und das ist hier die Drosera Alicia. Sie steht am hellen Fenster, aber nichtsdestotrotz wunderschön gewachsen. Okay.
das Projekt werde ich jetzt auch beenden in dem Sinne, denn sie wird jetzt auch hier bleiben im Raum mit der Pflanze gemeinsam. Wir werden jetzt beide unter Zusatzlicht stehen, dementsprechend, dass sie die gleichen Bedingungen haben. Und wir werden jetzt diese Drosera Alicia bzw. das Substrat, das Vukatex-Substrat von der Alicia aufdüngen auf etwa 100 Mikrosiemens erstmal und das Ganze dann weiter dementsprechend begleiten, dass die Pflanze also auch Nährstoffe bekommt. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen, was geht es mal? Karnivorendünger, ne? Und dann hat sich die Kiste. Okay. So, ich möchte aber gerne noch was anderes ausprobieren. Und zwar, ja, ich weiß, es ist auch ein bisschen blöd, wieder was Neues, aber diesen Chrysaldünger, diesen, wo mehr Eisen drin ist, diesen Mediterrandünger, hat sich herausgezeigt, dass der in der Hydroponik auch geeignet ist, und die Pflanzen versorgen kann. Zusätzlich, ne, zu dem anderen Dünger. Jetzt bin ich überlegen, ob ich den auch mit reinbringe. Mehr Eisen bringt Grün. Ob das dann bei den Karnivoren auch so gibt, ist eine andere Sache. Oder lassen wir das erstmal? Ne, lassen wir erstmal. Komm, wir machen normal Karnivorendünger erstmal, um das nicht zu weit auseinander zu driften lassen. Hier, weil wir haben ja nur die beiden Pflanzen jetzt zur Auswahl. Von daher würde ich sagen, starten wir das aber auch noch mit dem Eisendünger, weil das interessiert mich wirklich. Allerdings müssen wir noch ein paar Varianten haben. Okay, wir haben jetzt drei Töpfe haben wir noch. Das heißt, wir werden die austopfen, wieder eintopfen. Und dann haben wir vier Pflanzen zum Vergleichen. Also die drei, die wir jetzt weggestellt haben und die eine, die vier plus der, fünf dann dementsprechend. Mal gucken, ob das mit diesem Eisendünger auch noch eine coole Sache wäre. Düngen können wir, wissen wir schon. Füttern können wir auch, wissen wir auch, logischerweise. Aber das ist mal so eine Hampelei. Er sieht auch nicht so toll aus, ehrlich gesagt, wenn da ständig so tote Leichen dran kleben. Ja, und auch die Blätter sehen dann nicht mal ganz so hübsch aus. Also die Variante nur mit dem Düngen über die Erde ist dann doch wesentlich interessanter jetzt für mich. Ne? Und wir dürfen eins nicht vergessen, das Ganze ist hier im Haus. Ne? Also nicht für draußen gegeben, sondern tatsächlich im Haus. Gott. Nein, das sage ich euch jetzt nicht. lol. Nun ja, also wir werden jetzt auf jeden Fall die beiden Varianten zum Vergleich behalten. Hier unter Zusatzbeleuchtung, gleiche Wärme, gleiche Luftfeuchtigkeit, gleiches Wasser. Außer eben, dass wir die dann dementsprechend jetzt auch noch aufdüngen auf etwa 100 Mikrosiemens, vielleicht wäre es auch 150. Muss ich mal gucken, wie ich das nachher hinbekomme. Das werde ich jetzt nicht nochmal zeigen, das ist ja nur Quack mit Soße. Wenn man sowas macht, das wisst ihr ja mittlerweile. Von daher, zumindest wenn man ein Messgerät dementsprechend dafür hat, nicht wahr? So, okay, ich mache jetzt erstmal einen Cut hier. Und ja, muss ja noch 1000 Gedanken machen, aber das ist nun mal so. Wenn du ein Projekt am Laufen hast, Experimente, dann musst du ja ständig Gedanken machen. Bist ja, ne, von morgens aufstehen bis ins Bett legen komplett beschäftigt. Es sei denn, du hast mal irgendwas zum Abschalten, wenn du Musik hörst oder einen Film guckst oder mit den Kindern beschäftigt bist oder so, ne, bist du abgelenkt oder mit der Frau, ne, dann kommt schon mal wieder dementsprechend was aus dem Kopf raus. Aber ansonsten ist man so tatsächlich die ganze Zeit zugange am Denken. Ja, das ist nun mal so, nicht wahr? Wenn man es erreichen will, muss man halt ständig dabei sein. Ist so genauso, wie wenn du zur Schule gehst. Ne? Umso mehr du lernst, ne? Ständig lernst, umso mehr fütterst du deinen Kopf auch dementsprechend. Und vor allen Dingen, es verankert sich ja auch. Ne? Darf man nicht vergessen. Ne? Ja, ein Buch kann man auch 3, 4, 5 Mal lesen. So, Quack mit Soße. Ich mache kurz Pause. Okay, halten wir es auch kurz fest. Wir verwenden jetzt den Karnivorendünger. Wir haben jetzt hier, ich habe es dir mal draufgeschrieben, 1 Milliliter auf 1 Liter Osmosewasser ergibt etwa 120 Mikrosiemens. Das Osmosewasser selber hat ca. 20 Mikrosiemens, pH-Wert 6,8 und der pH-Wert hat sich nach der Düngerzugabe auch nicht geändert, ist bei 6,8 geblieben. So, ne, weiß Bescheid. Zum Mitnehmen. Dann nehmen wir das Schätzchen jetzt mal Justus hier raus und ich kippe das mal eben weg, das Wasser. So. Und dann bekommt er jetzt neues Wasser aufgedüngt. Ne? Lass uns mal überraschen, wie das Ganze dann funktioniert. So werden wir das rundherum so ein bisschen verteilen, dass auch wieder die Erde so ein bisschen durchgespült wird. Also es ist ja, ne, das erste Mal wird das Baby jetzt gedüngt hier. Es ist jetzt gut gewachsen, auch ohne Dünger interessanterweise. Relativ, immer ist alles relativ, nicht wahr? Denn wir haben ja keinen Vergleich dazu, wie das jetzt gewesen wäre, wenn wir sie gedüngt hätten von Anfang an. Von daher nehmen wir das jetzt erstmal so mit. Ja, die andere Pflanze, die jetzt in Karnivorenerde steht, die braucht man natürlich nicht düngen. Und wie heißt das so schön, guter Rat ist teuer. Gebe ich dir mal einen Rat umsonst mit hier. Wenn du dann Karnivoren düngst, die jetzt nicht hier im Anstoffverfahren stehen. Wobei ich das also öfters handhaben werde, dass ich, wenn ich dünge und gieße, das alles wegkippe und das komplett neu mache. Ist immer besser, ist ratsamer. Auch wenn sie im Untersetzer stehen, tatsächlich diese Pflanzen wegkippen ab und zu mal und das Ganze neu düngen. Das ist wesentlich besser, als wenn sie ständig in der gleichen Pampe stehen. Ich meine, dann reichern sich Sachen an im Untersetzer, die irgendwann auch schaden können bei den Pflanzen. Von daher, ne, guter Rat ist teuer, wegkippen, einfach neu aufdüngen und fertig. So, das war's jetzt erstmal. Mal schauen, wie es damit weitergeht.
Dann machen wir das mit der Drosera Capensis auch mal eben. Ich hatte gerade schon mal Wasser reingefüllt hier, nachgemessen. Wir haben noch knapp 40 Mikrosiemens hier drin. Da kippen wir das Wasser einfach jetzt weg, damit wir das mal optisch sehen. Und füllen das dann dementsprechend jetzt mit dem Wasser wieder auf, das wir jetzt aufgedüngt haben. Und somit ist die Pflanze einige Zeit wieder versorgt. Und da wir das natürlich immer wieder nachmessen können, da wir hier in der Regel Wasser drin stehen haben. Wir müssen immer wieder Osmosewasser nachgießen, also reines Wasser. Ne? Kannst auch Regenwasser nehmen, wenn du möchtest, oder destilliertes Wasser. Immer, dass hier also wirklich Wasser drin steht. Und dementsprechend können wir das also stetig hier nachmessen, in dem Sinne, wann wir dann tatsächlich wieder düngen müssen. Andersrum, wenn du dir nicht sicher bist, ne, und das Wasser ist verbraucht, nimm den Topf, spül ihn aber durch, kipp den Rest weg und füll es neu auf. Ne. Geht auch. Ne? Okay. Machen wir nochmal einen kleinen Vergleich zum Veranschaulichen. Das ist jetzt die Drosera Alice hier in der Vulkatec-Erde mit Lavagranulatabdeckung. Ist auch gewachsen. Ne? Sie wächst, hat keine schwarzen Blattspitzen oder dergleichen. Allerdings sind Klebetropfen momentan nicht gegeben. Aber okay, sie stehen jetzt auch, wie gesagt, oben bei uns in der Küche am Fenster. Es ist auch ständig dunkel draußen, also wirklich viel Sonne bekommen sie nicht. Letztens waren mehr Klebetropfen zu sehen. Ich denke mal, es hängt auch mit der Sonneneinstrahlung zusammen. Denn wenn sie Sonne bekommen, sehen sie irgendwie anders aus. Nun ja, aber hier sieht man dann doch einen definitiven Unterschied zu der nur Vulkatec-Erde, Substrat, Kakteen-Erde in dem Sinne. Also hier sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Ne? Ganz leichte Klebetropfen. Aber wie gesagt, das liegt wahrscheinlich tatsächlich an der Witterung, an dem Verhältnis. Nicht wahr? Das Herz ist wunderschön. Also ich würde sagen, doch, das sieht gut aus. Also da, das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen gemeinsam in der Vulkatec-Erde. Das mit dem Lavagranulat, wie gesagt, das werde ich jetzt beenden, weil es geht auch, wie wir sehen, aber nicht so gut. Ne? Ja, einen kleinen Unterschied kann man da doch schon erkennen. Okay, dann kommen wir jetzt zu der Variante, unserem neuen Baby, die Drosera Capensis Alba. Ach, die ist so schön, durch einen Sämling groß geworden, durch Zufall. Ja, das sollten eigentlich Drosera, was war das, Rotundifolia sein, okay. Ja, ist wunderschön gewachsen, sieht genial aus, schöne Klebetropfen, steht allerdings hier im Raum unter Zusatzbeleuchtung. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, dann schauen wir mal, wie der Unterschied zwischen der und dieser dann mal in Kürze gegeben ist, die wir jetzt auch gedüngt haben. So, und weiter geht's mit der Drosera Madagascariensis. Wir erinnern uns, wir haben sie gespült kräftig und seitdem steht das Ganze jetzt hier im Anstauverfahren, nach wie vor im Wasser. Und das werden wir jetzt gleich aufdüngen, denn wir haben jetzt hier einen Wert von ca. 20 Mikrosiemens und ein pH-Wert von 6,7. So, jetzt ist aber nur so, auch hier ist der pH-Wert, ich sag's mal, relativ hoch, ne? Etwas unterneutral. Ist aber so, dass das bisschen Torf, was hier drin ist, ja, ist schon sehr alt und das kann den pH-Wert nicht mehr regulieren, ist einfach nicht möglich. Aber nichtsdestotrotz, ne, wachsen die Pflanzen da drin. Also werden wir sie jetzt aufdüngen. Und dazu schmeißen wir das alte Wasser erstmal raus. So, jetzt haben wir was mitgenommen und zwar kostenlos wie immer, nicht wahr? Einfach zuschauen, zuhören, dann kriegst du was mit. Kostet nichts. So, ja, also die alten Töpfe, nicht wahr? Die irgendwann können den pH-Wert nicht mehr regulieren. Also Klartext müsste man ja rein theoretisch, sagen wir es mal, jedes Jahr seine Pflanzen umpflanzen, wieder in frische Erde, damit dementsprechend der pH-Wert wieder passt und dergleichen. Aber nun ja, sie wachsen auch tatsächlich bei diesem pH-Wert. Nehmen wir erstmal so mit, nicht wahr? Von daher alles easy, alles okay. So, dann müssen wir sie jetzt düngen. Jetzt muss ich sie erstmal an die Seite legen hier. Ist ein bisschen beengt. Dann gießen wir das Wasser einfach raus hier. Gut, ich hätte auch hier das jetzt reinpacken können und dann, naja, egal. Komm, machen wir so wie es ist. Wasser kommt weg. Neues Wasser kommt rein. Und dann haben wir unsere Pflanzen jetzt erstmal wieder versorgt. Und auch hier ist der pH-Wert, wie gesagt, etwas unterneutral. Mal gucken. Ne? Das ist gut, dass wir das so mitgenommen haben. Ich weiß nicht, dass einer denkt, wenn er so einen kleinen Topf hat, immer ein Anstauverfahren hat, dass das Töpfchen, also der Torf, den pH-Wert reguliert. Irgendwann ist Feierabend. Irgendwann geht das nicht mehr. Das werden wir voraussichtlich auch bei diesen Pflanzen erleben hier. Dort wird dann voraussichtlich der pH-Wert mit der Zeit auch ansteigen. Ist nun mal so gegeben, nicht wahr? Aber gut, dass wir das so mitgenommen haben. So, reicht jetzt auch. Meine Güte, also mit dem Messen ist immer so ein Tralala, Lalala. Vor allem macht sich so tausend Gedanken darüber. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss. War vielleicht ein bisschen viel Stoff, aber wie gesagt, ich möchte das Ganze voranbringen, begleiten und begleitend euch auch zeigen, nicht wahr? Dass wir auch solche Sachen mitnehmen können. Nicht wahr?
Denn ja, manchmal kommt man selber gar nicht auf diese Gedanken. Ne? Und gut, dass ich euch habe. Durch euch komme ich ja auch auf ganz andere Gedanken. Weißt Bescheid? So, in dem Sinne würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Wenn es euch gefallen hat, weißt Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald. In dem Sinne, heute freue ich mich schon, viel Spaß mit Pflanzen. Und was ihr sonst noch so macht im Reich der Pflanzen. Der Fleischfresser. Ja, dummerweise gibt es momentan keine Fleischfresserpflanzen mehr zu kaufen. Also ich habe jetzt keine gesehen im Baumarkt. Ja, weil mich würde die Venusfliegenfalle jetzt nochmal interessieren. Ob es uns vielleicht doch gelingt, sie im Haus ganzjährig zu halten? Wir wissen, sie gehen im Winter Ruhe, wenn sie draußen sind, ne? Aber verfrieren sie draußen wieder, sind gehen kaputt und so. Ist nie so der Burner. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gebacken gekriegt, sie tatsächlich ganzjährig zu halten. Im Sommer schon, aber dann kommt der Winter und im Frühjahr ist nichts mehr da, kommt auch nichts mehr. Und im Haus hat es auch noch nicht funktioniert. Allerdings, dürfen wir eins nicht vergessen, wir hatten damals noch nicht das Wissen von heute. Hm? Von daher... Versuch macht klug. Sobald ich an solch eine Pflanze rankomme wieder, werde ich das auch starten, um mal zu gucken, was da möglich ist oder auch nicht möglich ist, nicht wahr? Nun ja, wer weiß, was wir alles noch so gemeinsam lernen oder erfahren in dem Sinne. So, Drosera madagaskariensis, erhebet euch. So, ciao, ciao. Yes!